Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Überschrift des Antrags Fernbusverkehr zukunftsfähig gestalten, finde ich, ist ein Widerspruch in sich. Denn der Fernbusverkehr bzw. die Liberalisierung des Fernbusverkehrs ist kein Schritt in die Zukunft, sondern das ist ein Schritt in die automobile Vergangenheit und die Kannibalisierung, der Kollege Greinz hat es richtig angesprochen, des Schienenverkehrs, der ökologisch und verkehrspolitisch sinnvoll ist. Deshalb war meine Fraktion auch die einzige Fraktion, die sich gegen diese Liberalisierung ausgesprochen hat. Und wir haben mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass die Grünen dieser Liberalisierung zugestimmt haben, die verkehrspolitisch und energiepolitisch eigentlich all ihren Grundsätzen widerspricht. Ich finde, das war ein grünes Stück aus dem Tollhaus und ein Beispiel für die Sozialdemokratisierung der Grünen an dieser Stelle, das auch noch mit sozialen Argumenten zu verbrämen. So, nun haben wir das Problem, dass wir durch diese Liberalisierung eine gravierende Zunahme des Fernbusverkehrs haben. Übrigens ist das kein fairer Wettbewerb. Es ist kein fairer Wettbewerb, weil der Eisenbahnverkehr zahlt Trassenentgelte. Der Fernbusverkehr bekommt die Straßen auf Kosten der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung gestellt. Und deshalb finde ich den Vorschlag des Deutschen Städtetags hochvernünftig, um nur ein Minimum an fairem Wettbewerb herzustellen, dass der Fernbusverkehr einbezogen wird in die Lkw-Maut und dass die Einnahmen, die aus dem Fernbusverkehr entstehen, zur Verfügung gestellt wird für die Finanzierung der notwendigen kommunalen Infrastruktur, weil alle Kommunen klagen darüber, dass durch diese schwachsinnige Liberalisierung jetzt auch neue zusätzliche Anforderungen an die Infrastruktur entstehen. Und ich würde mich freuen, wenn der Senat diese Initiative des Deutschen Städtetags unterstützen würde. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Gelbhaar? Ja, bitte. Herr Kollege Wolf, zwei Fragen oder anderthalb Fragen, damit es eine bleibt. Erstens, würden Sie mir zustimmen, dass der Fernbusverkehr doch durchaus deutlich mehr an sozialer Mobilität für zum Beispiel Studierende, aber auch für Rentnerinnen und Rentner ermöglicht hat? Und zweitens, würden Sie mir weiter zustimmen, dass ein vollbesetzter Bus in seiner ökologischen Bilanz sogar noch besser abschneidet als die Deutsche Bahn? Das bestreite ich. Das bestreite ich, dass dem so ist. Es ist natürlich richtig, dass der Fernbusverkehr gegenwärtig deutlich billiger anbietet als die Deutsche Bahn. Aber das kann doch keine verkehrspolitische Perspektive sein, sondern die Frage ist doch, wenn wir jetzt mal reden über Bundespolitik und Bahnpolitik, muss man doch mal darüber reden, dass die Deutsche Bahn wieder an ihren Gemeinwohlauftrag erinnert wird und dass man nicht die Strecken ausdünnt durch eine Konkurrenz auf der Straße, sondern dafür sorgt, dass die Deutsche Bahn auch wieder mehr Fahrgäste bekommt und die Geschäftspolitik der Deutschen Bahn sich ändert. Dafür sind die Grünen in der Vergangenheit immer eingetreten und ich hoffe, das wird in Zukunft wieder so sein, damit man in dieser Frage vernünftiger, ökologischer und sozialer Mobilität in Ihnen wieder einen Verbündeten hat. So, jetzt haben wir in der Tat, jetzt haben wir in der Tat das Problem, dass durch das Anwachsen des Fernbusverkehrs wir infrastrukturelle Probleme innerhalb der Stadt haben. Die Ausweitung der Kapazitäten am zentralen Omnibusbahnhof ist dringend notwendig. Zweitens bin ich auch der Meinung, dass dieser Wildwuchs innerhalb der Stadt eingedämmt werden muss und das auch stärker kontrolliert werden muss, zum Beispiel die Frage der Entsorgung von Chemietoiletten. Auch das muss stärker kontrolliert werden. So, und dann stellt sich die Frage, brauchen wir zusätzliche Kapazitäten? Aber da sage ich auch, wir haben gegenwärtig, Herr Kollege Kreins hat auch das angesprochen, eine Situation, wo wir einen heftigen Preiswettbewerb haben zwischen den unterschiedlichen Fernbusunternehmen, dass wir mittlerweile schon erste Konsolidierungen haben, dass die Deutsche Bahn jetzt auch in dieses Marktsegment massiv eingetreten ist, offensichtlich mit dem Ziel, eine Marktbereinigung herzustellen. Also man muss sich auch mal gucken, wie sich da die Kapazitäten insgesamt entwickeln. Deshalb ist unsere Position, lassen Sie uns das im Ausschuss noch mal detailliert diskutieren, die Maßnahme am zentralen Omnibusbahnhof und möglicherweise noch eine Maßnahme an einer
Autobahnanschlussstelle. Südkreuz ist zum Beispiel eine solche Variante. Da müssen wir über Standorte diskutieren. Aber jetzt zu sagen, um die Attraktivität dieses Verkehrsmittels noch weiter zu steigern, wie der Kollege Gelper das gefordert hat, das jetzt auch noch an allen Himmelsrichtungen zu ermöglichen, das finde ich, das geht zu weit. Und das ist auch nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand, da jetzt noch zusätzliche sozusagen Optimierungsmöglichkeiten für den Fernbusverkehr zu schaffen, sondern das, womit wir Ordnung in die Stadt bringen können, das muss gemacht werden, aber keine zusätzliche Attraktivitätssteigerung dieser Fehlentscheidung.